Hey Leute, hey Siri, gib uns einen Tipp. Android Wear mit Apfelgeschmack und das neue Honor 7. Über diese Dinge spreche ich nach einem weiteren Monat, der von uns gegangen ist. Für Thema Nummer 1 gehe ich erstmal recherchieren. Gib uns einen Tipp. Schau doch einfach im Internet nach, was für Gerüchte in den Foren kursieren. Das mache ich auch immer. Okay. Hey Siri, gib uns einen Tipp. Geh in dich und du findest die Antwort. Vor allem am 9. September. Stimmt. Am 9. September hat meine Schwester Geburtstag. Das wird's sein. Nach dieser umfangreichen Recherche kann ich euch übrigens sagen, dass am 9.9. um 19 Uhr mal wieder eine Apple Keynote ist. Diese findet übrigens im Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco statt. Das ist genau der Ort, an dem vor 40 Jahren auch vom 21-jährigen Steve Jobs der Apple II vorgestellt wurde. Wenn man jetzt aufs Datum dieser Veranstaltung schaut, also den 9.9., kann man auch wieder sagen, es wird neue iPhones geben. Ich glaube, es gibt natürlich ein iPhone 6S, ein iPhone 6S Plus und ich persönlich denke auch, es gibt ein iPhone 6C. Und außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendeine große Änderung im Bereich Siri gibt. Oder was will uns sonst diese Einladung sagen? Android Wear mit Apfelgeschmack? Was soll das heißen? Das werden sich sicherlich einige von euch da draußen gedacht haben. Ganz einfach. Android Wear Uhren sind ja leider nicht mit iOS-Geräten verwendbar. Und die Apple Watch ist auch nicht mit Android-Geräten verwendbar. Doch Android macht jetzt Apple einen großen Strich durch die Rechnung, weil sie vorhaben, demnächst irgendwann mal Android Wear Uhren auch mit iPhones verknüpfbar zu machen. Auf diese Sache freue ich mich echt riesig, weil viele mögen ja die Apple Watch der ersten Generation gar nicht so gerne. Aber ich kenne jetzt keinen, der irgendwie die Moto 360 verabscheut. Und wenn man jetzt eine Moto 360 hat und ein iPhone, wow. Ja, Huawei, wie auch immer diese Firma ausgesprochen wird, hat mal wieder zugeschlagen und hat das neue Honor 7 oder Honor 7 vorgestellt. Es besitzt übrigens ein 5,2 Zoll großes IPS-LCD-Panel mit einer Auflösung von Full HD, also 1080x1920 Pixeln. Gepowert wird das Gerät übrigens von einem 64-Bit Octa-Core-Prozessor und es hat 3 GB RAM. Beim internen Speicher kann man sich jetzt nicht unbedingt so krass freuen, weil auf dem Papier haben wir hier 16 GB, was in Wahrheit aber nur 9 GB sind. Aber man kann den Speicher sicherlich über MicroSD erweitern, oder? Jein. Wie jein? Ja, ganz einfach. Entweder man will, dass man es erweitern kann oder man hat 2 SIM-Karten. Ja, entweder oder. Man muss sich da entscheiden. Ich persönlich würde eine SIM-Karte und den MicroSD-Speicher wählen, aber jedem das seine. Okay, suchen wir uns schnell noch die schönen Dinge raus. Es läuft mit dem aktuellsten Android-Lollipop-System. Wir haben einen Fingerabdruckscanner. 3100 mAh Akku und, ach ja genau, auf der Rückseite eine Kamera mit 20 Megapixeln und Blitz und auf der Vorderseite mit 8 Megapixeln und Blitz. Ja, schon wieder ein Handy, das auch vorne einen Blitz hat. Geil. Ja gut, das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Update vom Monat August. Warum war das so ein kurzer Newsflash? Ganz einfach, ich finde im August ist gar nicht so viel Cooles passiert in der Technikwelt. Was wahrscheinlich daran liegt, dass im September jetzt ja die IFA ist und da wird es dann auch ein Newsflash IFA Special geben. Das heißt, im September gibt es 2 Newsflashes. Also freut euch deswegen oder weint meinetwegen deswegen. In diesem Sinne, ciao.